Hallo, ich bin's Matthias von der Buchstabenbande und ich lese euch heute aus Träumschön Ignaz Igel vor. Eine wunderschöne Geschichte mit ganz vielen Einschlaftipps. Sowas. Der Mond steht längst am Himmel und Ignaz ist immer noch hellwach. Selbst die Schäfchen, die er zählen wollte, sind alle schon über den Zaun gesprungen und haben es sich gemütlich gemacht. Ignaz' Gedanken wandern zu seinen besten Freunden. Ob sie sich bereits auf den Weg ins Schlummerland gemacht haben? Und ein kleiner Igel-Tipp zum Einschlafen? Frag dein Kind, wen es im Traumland begegnen möchte. Vielleicht seinem Kuscheltier oder seiner Mama? Am nachtblauen Himmel funkelt es. Hand in Hand hangeln sich Mama-Affe und ihr Kind von Stern zu Stern über den Zaun. Und auch Mama-Affe hat einen Tipp zum Einschlafen. Verschränk die Finger mit denen deines Kindes und drück sie mehrmals sanft. Bitte dein Kind, es dir nachzumachen. Über den Regenbogen geht's für das kleine Chamäleon den Träumen entgegen. Mutig macht es sich auf den Weg. Und der Chamäleon-Einschlaftipp? Schaut euch gemeinsam im Kinderzimmer um und sucht nach Gegenständen in den Farben des Regenbogens. Die Rüssel fest ineinander verschlungen, kann nichts und niemand den kleinen Elefanten aus der Ruhe bringen. Und der Elefantentipp zum Einschlafen? Reibe deine Nase ganz sanft an der deines Kindes. Das Kamel wird auch Wüstenschiff genannt. Und so schaukelt und schippert es gemeinsam mit seinem Kind hinüber in einen sanften Schlaf. Und auch das Kamel hat einen Einschlaftipp. Nimm dein Kind in den Arm und wiege es sanft hin und her. Mit dem Kopf auf einem Wolkenkissen schwebt die kleine Giraffe den Träumen entgegen. Und der Giraffentipp zum Einschlafen? Schüttle Kissen und Decke aus, sodass dein Kind wie auf Wolken liegt. Papa Nilpferd ist zwar Nilpferd müde und schon selbst fast im Traumland, doch zuerst hilft er seinem Kind über den Zaun. Und sein Nilpferd-Tipp? Geht gemeinsam und haltet euch gegenseitig die Hand vor den Mund. Na, war das ansteckend? Die Erdmännchen müssen gar nicht über den Zaun klettern. Sie graben sich einfach unter dem Zaun hindurch Richtung Traumland. Und auch sie haben einen Einschlaftipp. Stopf die Ränder der Decke unter den Körper deines Kindes, sodass es richtig kuschelig eingepackt ist. Papa Wolf heult den Mond an. Er bittet ihn, seinen kleinen Welpen über den Zaun zu tragen. Und sein Tipp zum Einschlafen? Erklär deinem Kind, dass über ihm ein Stern wacht und überlegt euch gemeinsam einen Namen für den Stern. Der kleine Löwe hat Angst, über den Zaun zu springen. Gut, dass Papa Löwe ihm Mut zuspricht. Und sein Tipp zum Einschlafen? Sag deinem Kind, dass du immer in der Nähe bleibst. Wir müssen ganz leise sein. Ignaz' kleine Igelaugen fallen schon zu. Schnell, gib ihm noch ein Küsschen auf sein Schnäuzchen und wünsch ihm süße Träume. Und noch ein letzter Einschlaftipp, der schönste von allen. Gib deinem Kind einen Gute-Nacht-Kuss und wünsch ihm süße Träume. Träumt schön.